Wir sind zurück bei der nächsten Episode der Fironics eSports KSC-Karriere und ja, leider auch mit der bitteren Nachricht, dass Miowski nicht so richtig zurück auf die Beine kommt in Sachen Fitness, den wir ersetzen müssen für das Spiel in der Volkswagen Arena. Und das ist ein richtig geiles Spiel, denn wir und die Wölfe sind tatsächlich zwei von vier Teams, die noch keine Niederlage kassiert haben. Daneben noch Leverkusen und daneben auch noch die Bayern. Und Leverkusen ist das passende Stichwort, denn das ist unser Los im DFB-Pokal Runde 3, nachdem wir in der letzten Folge ja da 2:0 mehr oder weniger souverän gegen Mainz gewonnen haben. Unentschieden gab es dann gegen Freiburg und es gab das 5:1 gegen Paris. In dieser Folge jetzt, ja, Highlights einmal, da gehen wir rein und werden die Highlights spielen gegen die Wölfe auswärts, dann zu Hause Ajax, um dann natürlich daheim nochmal gegen Mainz zu simulieren, plus auch noch eine Simulation gegen Düsseldorf, sodass wir am Ende der Folge dann hier stoppen und in die nächste Folge reingehen mit Juve, mit Bayern, vielleicht auch noch mit Leverkusen und dann auch Leipzig, Juve, Bremen und Union dann wiederum in die übernächste Folge. Wir müssen mal schauen. Lasst auf jeden Fall gerne den Daumen nach oben da. Wir haben gar keine Zeit zu verlieren und starten direkt rein. Auf geht's also in die Volkswagen Arena. Gespielt werden die Highlights, offensiv wie auch defensiv. Guter Ball auf die Wölfe und das ist eine Traumkombination. Das kann man auch nicht verteidigen. Es stand dran, weite Flanke für Brian Brobbey. Der nimmt das Ding Volley und lässt Ziggy ganz alt aussehen. Wir schreiben die 61. Minute und jetzt tatsächlich erst die überhaupt erste Annäherung für uns. Mikkel Kaufmann bleibt da aber an Braun hängen und deshalb ist diese Chance auch verpufft. Und jetzt gibt's nochmal eine nächste Kontermöglichkeit, 75. Minute. In der Defensive ist es okay, denn wir haben auch gar nicht so viel zu tun. Wir hatten eben nur dieses eine Ding zu verteidigen und das konnte man nicht verteidigen. Wanicek für Mikkel Kaufmann, der zieht hoffentlich nochmal durch. Mikkel Kaufmann, spitzer Winkel, abgefälschtes Ding. Wir bleiben aber da und hauen das Ding rein. Das ist das 1-1. 75. Minute, der Ball kommt auf. Ist das Muslia oder Wanicek? Es ist Muslia. 75. Wir sind wieder zurück. Aber auch die Wölfe kommen nochmal über Czerny. Flanke ist gut, da ist aber Köhn. Und dann gibt es vielleicht sogar die Konterchance. Ja, der Konter läuft noch. Wir versuchen spielerisch, das gelingt uns auch. Mal gucken, wie weit wir dann nach vorne kommen. Denn natürlich ist da noch sehr viel Wiese vor uns. Aber wir machen es überraschend richtig gut. Das gefällt mir. Da ist Mikkel Kaufmann. Der Ball kommt durch. Das ist ein nahezu perfekter Konter. Mikkel Kaufmann und dann kommt leider der Pass nicht. Aber trotzdem, es gibt nochmal eine Möglichkeit. Das ist Reis. Der setzt sich da außen durch. Spitzer Winkel und dann ist der Ball drin. 88. Minute. Ludovic Reis. Und wir sind mit 2:1 in Front. Drehen das Spiel in Wolfsburg und werden damit weiter ungeschlagen bleiben. Ja, da lege ich mich jetzt einfach mal fest. Wir haben in der Defensive nicht viel zugelassen. Und das, was wir dann eben hatten, haben wir ganz gut wegverteidigt. Wie gesagt, mit der Ausnahme vom 1-0 Brian Brobbey. Das war das beste Tor im Spiel. Die 2 wiederum und damit die Mehrzahl an Toren sind auf unserem Konto. Wir drehen das Spiel, gewinnen in Wolfsburg und starten perfekt in diese Folge rein. Miowski fehlt einfach rot gesperrt hier. Ich verstehe das gar nicht. Der hat doch keine rote Karte gesehen im ersten Spiel. Das war doch einfach nur eine gelbe. Oder wird das jetzt irgendwie zusammengerechnet? Wobei auch das keinen Sinn ergibt, denn er war bereits auf der Reservebank jetzt im letzten Spiel bei den Wölfen. Also, naja, keine Ahnung. Aber so sind die Jungs in Bestbesetzung tatsächlich fit. Ich freue mich aufs Spiel. Es wird trotzdem ein paar Änderungen geben, denn nur wenige Tage danach wartet Mainz und ich will nicht immer nur die besten Spieler in der Champions League ranlassen, um dann eben wiederum in der Liga mit den Schwächeren, vermeintlich Schwächeren zu spielen, sondern einfach jedem auch irgendwo seine Chance geben. Und vor allem gerade, wenn wir dann auch mal in der Champions League zu Hause spielen, zum Auftakt, dann haben wir eben auch solche Spieler wie einen Wanicek, der die Binde dafür zurückbekommt, in die Startelf rutscht und hoffentlich auch gegen Ajax abliefert. Aber da mache ich mir ehrlich gesagt bei ihm gar keine Gedanken, denn der Junge hat es definitiv drauf. Wir spielen dann wahrscheinlich hier mit Weiß gegen Schwarz, weil man es so eben am besten auseinanderhalten kann. Und dann heißt es Waldstadion. Naja, natürlich eigentlich unser Heimspiel, unsere Heimspielstätte. Wir sind im Wildpark und wir wollen auf jeden Fall auch wild nicht nur einfach irgendwo im Stadionnamen haben, sondern im besten Fall auch auf dem Platz richtig wild abliefern. Positiv für uns. Und damit heißt es Heimpremiere für den KSC in der Champions League. Wir sind, ich glaube, seit jetzt guten 3,5 Jahren Trainer und haben hier Unfassbares auf die Beine gestellt. Ajax ist von rechts nach links in den schwarzen Trikots jetzt bei uns zu Gast und wir ganz in Weiß. Wir haben natürlich das 5:1 gegen Paris in der Hinterhand. Was Ajax tatsächlich gemacht hat parallel, weiß ich gar nicht. Ich habe noch gar nicht auf die Champions League Gruppe geschaut, aber das ist vielleicht auch besser so, denn wir wollen uns auf uns konzentrieren und wollen heute im besten Fall natürlich die maximale Punktausbeute weiter hochschrauben, was dann bedeutet 2 Spiele, 2 Siege und 6 mögliche Punkte. Ob das gelingt, werden wir sehen. Hier gelingt erstmal ein Alleingang. Elia, da ist ja gar keiner mehr zuständig. Elia, und dann legt er sich das Ding zu weit vor. Gorta ist da. Ich konnte mich aber wieder einfach mal nicht entscheiden. Das ist leider so eine kleine Krankheit, die ich habe.
vorm Tor, da gehen wir alle Möglichkeiten durch den Kopf und dann ist es eben in dem Fall die falsche, aber wir bleiben trotzdem weiter dran. Paul Nebel vorne mit dabei, der Pass muss ein bisschen zielstrebiger kommen, dann ist das, glaube ich, eine riesen Möglichkeit und die haben wir vielleicht auch jetzt über Vanicek, Freistoßposition, der Kapitän geht voran und setzt das Ding knapp über den Querbalken. Langer Ball, Fehler, Elia und dann ist es eben nicht seine Schuld, sondern natürlich hier wahrscheinlich die Programmierung vom Spiel, dass wir dann da nicht direkt in den Zweikampf konnten. Kikin verliert hier die Kugel eigentlich. Elia macht das heute richtig gut, gefällt mir vor allem auch brutal. Ja, und dann ja, wäre das hier die nächste große Chance gewesen. Wir machen ein super Spiel und sind auch völlig abgeklärt und souverän. Es ist die Champions League, aber wir spielen halt so, als wären wir nicht irgendwie ein Neuling, sondern eine Mannschaft, die Jahr für Jahr in der höchsten internationalen Spielklasse zu Hause ist und eben auch da die Souveränität, die Abgeklärtheit, einfach alles hat, was man braucht, um hier bestehen zu können. Und das sind wir auf einem richtig guten Weg. Ja, mit dem Sieg über Paris ist natürlich auch hier schon mal eine Grundlage geschaffen, aber wir wollen natürlich auch hier im besten Fall weitere 3 Punkte einsacken. Das ist Can Usun, da ist aber keiner mitgelaufen, dann probiert er es, oh mein Gott! Und ich dachte plötzlich, wohin segelt die Kugel? Ganz knapp am Tor vorbei. Wobei ich denke, Gorta wäre zur Stelle gewesen, wenn der Ball aufs Tor gekommen wäre. Nächste Balleroberung, das ist Weltklasse von Reis für Mikkel Kaufmann. Und dann ins lange Eck und dann ist Gorta da. Aber die Chance lebt noch immer, weil wir dranbleiben. Aber die nächste 100%ige liegen lassen. Wir spielen es einfach geil. Ja, das muss man so ehrlich einfach sagen. Es ist richtig, richtig gut. Das einzige Problem, es steht noch immer die Null auf der Anzeigetafel. Riesenfehler, Derek Köhn, Bichiabu ist zur Stelle und jetzt müssen wir aufpassen, das ist gut gespielt. Und dann eine gute Möglichkeit, eine sehr gute für Ajax. Ich glaube, das war der Spieler, der vor den großen Fehler da gemacht hat, der nicht bestraft wurde von Elia. Aber naja, wir machen einfach mal weiter. Es ist jetzt hier nicht der beste Start in Halbzeit 2. Der nächste Fehler. Wir werden ein bisschen unsicher. Ich habe fast das Gefühl, dass Ajax jetzt auch viel besser reinkommt. Zum einen, weil sie es besser machen, aber auch wir Geschenke verteilen. Und jetzt Bichiabu in der Mitte. Hau das Ding weg. Die Kugel ist vorne, aber auch wieder zurück bei Ajax. Wo wir jetzt echt aufpassen müssen. Denn ich glaube, so ein Gegentreffer, der könnte hier alles auf den Kopf stellen. Sie sind nicht ganz chancenlos gewesen. Aber trotzdem hatten wir deutlich mehr vom Spiel. Jetzt vielleicht mal wieder Paul Nebel. Und wir haben natürlich über seine Personal hier auf außen sehr viel Tempo. Das ist Mikkel Kaufmann und das ist Can Usun. Der hat es vorhin schon mal probiert und er probiert es nochmal. Prüft Gorte, aber den muss er dann auch halten. Nächste Balleroberung, Vanicek. Auch er macht heute ein super Spiel und dann ist es Mikkel Kaufmann und wahrscheinlich kein Abseits. Flanke, Can Usun per Kopf und dann ist er drin. 69. Minute. Was für ein Kopfball vom mittlerweile türkischen Nationalspieler. Bei uns noch nicht, allerdings in der Realität ist er für die türkische A11 nominiert worden. Und ja, Vanicek Balleroberung. Dann geht es hier nach vorne mit dem Lupfer auf Mikkel Kaufmann. Der nimmt den direkt und dann steht Can Usun gute 13 Meter weg vom Tor. Und der steht vor allem auch in der Luft und presst dieses Ding hier volle Kanne ins lange Eck. Gorta, ja, vielleicht an einem guten Tag kann er den, muss er den vielleicht sogar haben. Heute ist kein schlechter, aber zumindest in der Situation nicht sein bester. Und somit heißt es 1:0. Wir führen, das ist verdient, ist aber trotzdem eigentlich inmitten hinein in die Drangphase von Ajax, würde ich behaupten. Die nochmal kommen, Flanke, gute Flanke, Pfosten. War das Abseits oder weshalb war hier die Fahne oben? Ja, war Abseits, aber trotzdem wieder Aluminium. Ajax zeigt, dass sie hier noch nicht geschlagen sind. Die sind noch nicht am Ende angekommen. Die rechnen hier heute wahrscheinlich noch immer mit Punkten. Und vielleicht sogar mehr als nur diesem einen, der vielleicht jetzt aktuell mal noch in Sichtweite ist. Nächster Ball für Paul Nebel, der bleibt jetzt hier hängen. Also Ajax ist in der zweiten Hälfte schon stärker. Die machen das wirklich richtig gut, was wir in der ersten Halbzeit wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser gemacht haben, allerdings halt uns nicht belohnen konnten. Deshalb unterm Strich, das 1:0 ist in Ordnung, aber ich glaube, eine Punkteteilung, auf das könnte es so rein, was das Verdientheitslevel angeht, hinauslaufen, wenn Ajax jetzt die letzten paar Minuten einfach auch noch weiter so durchspielt. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Einfach mit der Hacke das Ding verteidigt. Aber jetzt bleiben sie dran. Jetzt müssen wir richtig, richtig aufpassen. Die nächste Entlastung wird zunichte gemacht, weil Can Usun mit der Hand rangeht. Wir wechseln jetzt fünffach. Ukrinic kommt, Muslia, Dingchi, Pastak und auch Cesiger. Und ja, habt ihr das gerade gesehen? Dingchi einfach hier mit einem unsichtbaren Spieler abgeklatscht. Nochmal Flanke. Und ich hoffe einfach jetzt, dass wenn der Ball hinten rauskommt, wir nochmal irgendwie Entlastung schaffen können. Und ich glaube, das gelingt durch Felix Pastak. Und das war auch irgendwo das Ziel, dass die neuen Spieler dann mit Tempo nach vorne ziehen können und die Zeit einfach noch runterlaufen lassen. Das ist die Flanke. Da ist zwar kein Abnehmer, aber trotzdem ist der Ball noch immer vorne. Und dann ist das hier kein Abseits. Felix Pastak ist im 16er. Felix Pastak in der Mitte. Ist er mitgelaufen? Und dann ist es kein Abseits.
und ich habe mich nicht getraut, irgendwas zu drücken, weil ich nicht wusste, ob sonst die Annahme nicht passt. Es ist Vanicek, es ist der Kapitän, das 2:0 und das ist endgültig jetzt die Vorentscheidung. 2 Spiele, 7:1 Tore, 6 Punkte, wir sind voll angekommen in der Königsklasse. Wo die Tabellensituation mittlerweile folgende ist, wir 6 Punkte, Juve 4, Ajax 1 und Paris eben gar keinen. Paris hat 3:2 im Allianz Stadium bei der alten Dame verloren, die ja für uns dann wiederum in der nächsten Folge wartet. Und 6 Punkte, das sieht doch schon richtig gut aus und ich glaube, es müsste schon fast einem Teufel zugehen, wenn wir jetzt noch nächsten 3 Punkte vielleicht auch in der Johann Cruyff Arena bei Ajax einplanen, dass wir dann mit 9 Punkten nicht weiterkämen. Aber naja, gut, wir schauen einfach mal. Das ist die Tabellensituation hier und das ist die in der Liga. Wir haben noch ein Spiel weniger als Leverkusen und Union. Wir könnten gleichziehen mit Leverkusen. 1 Punkt Rückstand dann auf Union. Die Bayern aber wiederum könnten auch noch nach vorne ziehen und wir haben jetzt Mainz und wir haben Düsseldorf und haben, und das lege ich jetzt einfach mal so fest, 6 Punkte in Planung, denn Düsseldorf hat bisher nur 4, Mainz sogar nur 3. Das ist einfach eine Pflichtaufgabe, wenn man weiter oben dabei bleiben möchte. Pflichtaufgabe 1, Haken dahinter. Mijowski ist wieder zurück in der Startelf, trifft aber nicht. Vielleicht aber gab es einen Assist für ihn. Can Usun, Doppelpack, Minute 25. Aschorg verschießt den Elfmeter für die 05er und damit die Chance auf den Ausgleich. Und Can Usun kurz nach Wiederanpfiff für die zweite Hälfte dann auch schon mit dem 2:0. Was vielleicht dann auch schon die Vorentscheidung war. Es war aber sogar leichtes Übergewicht für die 05er. Wir aber sind einfach vorne brutal effizient. Das ist Schritt 1, machen wir den Haken dahinter. Und auch in der Merkur-Spielarena gibt es keine große Überraschung, außer dass das Spiel enger als eigentlich geplant oder gewünscht über die Bühne ging. Ein 3:2 in Düsseldorf. Es ist Dingchi mit der Führung, Vermey mit dem Ausgleich, dann Usun, Sobotka und wieder Usun. Doppelpack also von unserem Zehner, der das Vertrauen bekommt, der ja rein vom Rating noch nicht besser als Muslia ist, aber hoffentlich bald sein wird. Und ja, Mijowski 7,1er Bewertung ist auch in Ordnung. Vielleicht war da ja hoffentlich ja ein Assist mit dabei. Der Junge muss sich wieder so ein bisschen reinfinden. Aber auch, wenn wir dann mehr Spiele spielen und er ist ja auch nicht ganz so übel, also versteht mich nicht falsch. Bayern verliert daheim gegen Bremen, habe ich das gerade richtig gesehen. Mijowski ist einer, mit dem wir weiterhin rechnen müssen. Und in der nächsten Folge rechnen wir vor allem dann mit der Champions League und halt einer Woche, die brutal wird. Mittwochs Juve, samstags Bayern und dann dienstags gegen Leverkusen. Das sind 6 Tage, das sind 3 Spiele und es geht danach genauso brutal weiter mit einem Spiel in Leipzig und dann nochmal daheim gegen Juve. Oh, naja, wie viel dann in eine Folge da noch mit reingepackt werden, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass wir wahrscheinlich sogar am Ende der Saison, abgesehen vielleicht von Usun, die 80 im Gesamtrating haben könnten. Das ist auch einfach mal so unser Ziel, dass ich jetzt mal mit ausspreche, unabhängig natürlich von den Leistungen, die wir dann sportlich mitnehmen. Wir grüßen von der Tabellenspitze und sind jetzt das einzig übrig gebliebene Team, was noch keine Niederlage hat. Stellen die drittbeste Defensive zusammen mit den Bayern die beste Offensive und haben 20 Zähler auf dem Konto. Noch keine Niederlage und damit eine nahezu perfekten Saisonstart, Pokal weiter. Wir haben noch keine Niederlage in der Champions League, ganz im Gegenteil, beide Spiele gewonnen. Es ist einfach top. Es kann kaum besser laufen und damit würde ich sagen, ist das auch ein richtig gutes Ende für diese Folge am Samstag. Am Mittwoch geht es wie gewohnt natürlich wieder weiter. Schaltet da auf jeden Fall ein. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Macht's gut, haut rein und ciao.